Franz von der Elite Premium Service AG. Ja. Ich hätte gerne den Herrn Roland Heider gesprochen. Ja, einen kleinen Moment bitte. Roland, Telefon, komm zu. Hey da, hallo. So, guten Tag, Reiter, den Meier nochmal. Ja, also ich melde mich von der Elite Premium Service AG und ja. Wunderbar, dass ich ja auch gleich erreiche. Herr Heider, Sie haben sich im Internet für das Nivea-Preisausfall-Gutschein Gewinnspiel registriert. Können Sie sich vielleicht daran erinnern? Ja, das ist richtig. Ich heiße Heider. Heider. Das ist holländisch. Also entschuldigen Sie bitte, der Kollege hat das falsch hier eingetragen, Herr Heider. So, alles gut. Wie gesagt, Sie haben sich für das Nivea-Gewinnspiel registriert und ich darf Ihnen heute zu Ihrem ersten Gewinn gratulieren. Wirklich? Denn Sie haben eine Reise nach Paris. Nach Paris oder Rhein-Mosel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wie geil ist das denn? Alter, sag mal stark. Genau. Ey, das hat sich ja richtig gelohnt. Weißt du, mein Kumpel hat noch gesagt, warum machst du über so einem Scheiß mit, Alter? Und ich hab gesagt, pass mal auf, das ist einfach so. Ich weiß schon, was ich mache. Und ich hab voll recht gehabt, Mann. Genau. Das ist einfach. Also hast du Tage, gehört? Ich hab Nächte. Gewonnen, Mann. Ja, Entschuldigung. Kein Thema. Also 4 Tage, 3 Nächte, Hin- und Zurückfahrt mit dem Bus, Hotel mit Frühstück inklusive, plus Begleitpersonen, in den kommenden 10 Tagen. Wie viele Personen? 2 Personen, also Sie plus noch eine Begleitperson. Ist das egal, wen ich denn mitnehme? Ist egal, vollkommen wirklich. Ja, aber es kann ja sein, dass das so ein Mann- und Frau-Ding ist, oder keine Ahnung, mal. Ich muss doch fragen, Mann, oder nicht? Nee, ja, natürlich. Also wie gesagt, in den kommenden 10 Tagen bekommen Sie erstmal Ihre Reiseunterlagen per Post zugesendet, wo alles nochmal drinnen steht. Ich würde Sie nur bitten, also in den Unterlagen haben Sie 5 verschiedene Termine zur Auswahl, dass Sie einen Termin auswählen, Begleitperson eintragen, Porto frei und zurücksenden, damit wir die Reise für Sie organisieren können. Ja, aber okay? Wann sind die Termine denn? Weil eigentlich habe ich meinen Urlaub schon geplant für das Jahr. Aber das wird alles nochmal drinnen stehen, dann können Sie sich ja auch durchlesen und auch die Termine überprüfen. Ja, aber das dauert ja noch fast 2 Wochen, bis das kommt. Ich muss das so alles regeln, Mann. Das kommt schon in 10 Tagen. Wie gesagt, wenn Sie das ausfüllen, einfach zurücksenden. Welchen Reisegutschein darf ich Ihnen denn heute zuschicken? Paris Stadt der Liebe oder die Rhein-Mosel bei Koblenz? Was ist denn Rhein-Mosel? Paris kennt man ja, aber was ist das andere? Genau. Rhein-Mosel ist die Stadt bei Koblenz, also in Deutschland, wie gesagt, ist das ein dasselbe mit dem Hotel 4 Tage und 3 Nächte. Ja, was will ich denn? Dann will ich ja ins Ausland, Mann. In Frankreich also, bin ich noch Paris, nicht gewesen. Ja, möchte ich da gerne hinfahren. Fahren oder fliegen, oder was ist das? Bus, also hin- und zurückfahrt mit dem Bus, da fahren Sie. Mit dem Bus von Hamburg nach Paris. Okay. Wie lange soll das denn dauern? Eine Woche? Genau. Nee, eigentlich nicht. Das kann ich mal kurz für Sie überprüfen, wie lange es dauert. Also von Hamburg... Ja, wenn ich da nur 3 Tage bin, das ist doch die Hälfte im Bus. Da bin ich gerade da angekommen oder muss nee, ich jetzt sag wieder ich zurückfahren? Mal. Sag ich Ihnen auch sofort. Die Reise mit dem Bus dauert 6,5 Stunden. Von Hamburg nach Paris? Das ist mit der Bahn. Wenn ich bis 180 Sachen von Hamburg nach Stuttgart runterbretter, dann brauche ich schon 8 Stunden. Nee, Paris das ist, glaube ich, noch mal weiter, Mann. Das ist mit der Bahn. Ich habe das falsch eingetragen. Kann ich also auch mit der Bahn dauert fahren? Das so um die 7 Stunden. Leider nicht. Es geht mit dem Bus. Wenn Sie möchten, kann ich für Sie mal überprüfen. Rhein-Mosel, wenn es Ihnen zu lange dauert nach Paris. Ja, wie lange dauert das denn? Das ist ja meine Frage gewesen, Mann. Ich kann mich doch klar ausdrücken, also, oder? Genau, können Sie machen. Ist wie gesagt, mit dem Bus so. Ist es über 10 Stunden nach Paris. Nach Paris ist es über 10 Stunden. Nach Rhein-Mosel ist es mit dem Bus um die 5,5 Stunden. Ist einfach. Zählt das auch als Reisetag dann oder kriege ich den nochmal dazu? Nee, das zählt als Reisetag zu. 4 Tage, 3 Nächte haben Sie dabei. Im Bus, oder was? Okay. Nee, um Gottes Willen, im Hotel. Ja, das ist aber nicht so eine Busfahrt, wo man zwischendurch sowas verkaufen will, oder? Nee, das ist der Reisetag, den rechnen wir nicht ein. Wenn Sie möchten, kann ich hier für Sie Rhein-Mosel zuschicken. Die Reise von Hamburg nach Rhein-Mosel dauert 5,5 Stunden.
Ja, und was kann man da machen? Weil Paris ist ja eine geile Stadt, da kann man sich gut besaufen, aber was will ich denn da Ist eine machen? geile Stadt, aber wie gesagt, wenn Sie keinen Bock haben, so lange zu reisen um 7 Stunden, dann würde ich für Sie die Rhein-Mosel auswählen. Ja, Wenn Sie aber was Bock kann haben, man ein da bisschen zu machen, Mann? Ich reisen, will dann. da nur nicht hinfahren und im Hotel sitzen, weil ich will Action, Mann. Ich komme von der Nix, Reeperbahn, da kann Mann. man nichts machen. Also ich kann nicht extra zuzahlen für eine Flugkarte oder für die Bahnkarte. Die Reise ist halt so. Nein, Sie das haben habe ich diese ja Reise gebucht. verstanden. Also ich Sag kann nicht. mal, ich wollte wissen, was man bei Rhein-Möse machen kann. Was ist da? Gibt's da guten Wein Club? trinken. Was kann man da? Das muss ich mal kurz für Sie überprüfen. Ich war auch persönlich niemals beim Rhein-Mosel. Eigentlich ist mein Job, Ihnen nur das postalisch zuzuschicken. Ja, ich Und muss ja, doch ich kann nur Beratung sagen, bei haben. Rhein-Mosel habe Ich ich muss gehört. doch wissen, wo ich Genau. hinfahre. Ich kaufe doch nicht den Maulwurf im Sack, Mann. Genau. Aber mein Job ist es, nur Ihnen das postalisch zuzuschicken. Die Reise geht über die Aventia GmbH und da können Sie sich zurückmelden und nachfragen, was Sie da machen können. Das ist einfach so. Sollen wir das dann so machen? Genau, also Wie Rhein-Mosel für Sie ab. darf man da Gepäck mitnehmen? Was ist das wie am Flughafen, das was da? Ich brauche ja meinen Bergstoff für unterwegs. Genau. Also ein paar Sachen eintragen. Na, da können Sie auch verreisen, eine schöne Zeit haben, Wein trinken. Da Wein gibt es ist auch schöne gut. Mädels, bin ich mir auch Aber sicher. ist da nicht Ja, gut ist das. also. Da ist doch, glaube ich, dieses weltbekannte Weingut Reichsgraf von Ingelheim. Kann das sein? Genau. Ja, ist das da? Genau, haben Sie vollkommen recht. Ratenstark. Ja. Weißt du, bei denen habe ich neulich erst wieder bestellt. Die haben den besten Lambrusco, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Da haben wir erst gestern 3 Flaschen leer gemacht. Also wir haben derzeitig eine schöne Zeit, ne? Ja, aber ich bin eigentlich gerade erst Freut vor mich. einer Stunde ins Bett gegangen. Wir haben gesagt, Tag über ist so heiß, Mann, da kannst du sowieso nichts machen. Da haben wir uns abends mit den Flaschen in den Ja. Pool gesetzt und irgendwie bis um 6:30 heute Morgen haben wir uns da gut gehen lassen. Das ist einfach so. Wunderbar. Ja, dann, ich schicke Ihnen die Reise nach Paris zu. Ja, dann können Sie sich das durchlesen Ich einmalig. finde In das diesem toll. Moment muss ich mit der Arbeit fortfahren. Ja, Mann. Wunderbar. Ich muss in diesem Moment mit der Arbeit fortfahren. Ja, das Bedanke hast du mich dann gerade für das schon nette gesagt. Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Und wie geht das Ja, jetzt alles weiter? Gute dann. Noch einen schönen Tag. Hallo? Ja, Sie bekommen das, habe ich Ihnen gesagt, Termin auswählen, an uns zurücksenden, damit wir die Reise für Sie organisieren können. Ja, und ich habe neulich im Fernsehen irgendwas gehört, das mit so Gewinnspielsteuern. Das ist ja jetzt auch ein Gewinnspiel gewesen. Wie läuft das denn ab? Muss ich da irgendwie, oder läuft das unter der Nicht, Hand? wir müssen nichts nachfragen, nur das Taschengeld mit sich mitnehmen, mit sich nehmen und das ist alles. Was für Taschengeld? Schönes Taschengeld, das Sie in Paris verschenken können. Also, Herr Heider, soll man, was entschuldigen Sie, ist denn da so die ich Empfehlung? muss Was, weitermachen, entschuldigen Sie was, bitte, ich muss weitermachen, habe leider Alter, keine Zeit mehr. was Den Reise kosten sind die Sie Nutten mir in zu Paris, und ja. Mann? Das ist doch eine einfache Frage. Was kosten da die Nutten? So ein blöder Drecksack. Ich glaube, der hat gerochen, woher die Lunte brennt. Normalerweise sind die jetzt nämlich an dem Punkt, dass sie dir Zeitungsabo andrehen wollen. Aber da hat man schon gemerkt, der ist nicht ganz auf der Höhe, der Junge. Ja, einer weniger. Was sind das? Immerhin 8 Minuten Zeit geklaut, diesem Pack. Mal gucken, was noch so kommt. Mögen die bei diesen heißen Temperaturen schön im Callcenter schmoren.